Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie wir mit dem Affinity Publisher aus ganz vielen einzelnen PDF-Dateien eine große, lange, zusammenhängende PDF-Datei erzeugen können und diese auch noch individuell bearbeiten können. Dafür müssen wir erstmal den Affinity Publisher starten und ein Dokument anlegen. Im besten Fall nehmt ihr die Dokumentengröße, die auch eure PDF-Dateien haben. In meinem Fall wäre das jetzt DIN A4. Das heißt, ich habe mir eine DIN A4-Seite angelegt und möchte jetzt ein Kochbuch daraus bauen für ein Drei-Gänge-Menü, das ich vielleicht irgendwann kochen werde. Naja, wir werden sehen. Also, wir könnten jetzt die PDF-Datei einfach aus dem Explorer nehmen, per Drag-and-Drop hier reinziehen und dann steht hier oben, das Dokument wird geladen und eine neue Ansicht wird erstellt. Dadurch kriegt ihr aber einfach nur das Dokument als einzelne Bausteine, als wenn es OCR ist, also die Textcharaktere erkannt werden, dann könnt ihr daraus euch einfach nur die einzelnen Sätze beispielsweise rauskopieren und das wird ein riesiges Durcheinander und funktioniert eindeutig nicht schnell, wenn ihr große Mengen an Dokumenten einfügen wollt. Ich habe das beispielsweise gebraucht, als ich ein Skript von der Uni, vom Professor mir erstellen wollte, wo alle Dateien, die nacheinander hochgeladen wurden, jetzt in eine zusammenhängende Datei kommen sollen. Das sind, weiß ich nicht, 45 Dateien, 50 Dateien, die alle über dieses Reinziehen machen würden, das würde überhaupt nicht funktionieren. Darum gehen wir hier oben auf Dokumente, sagen Seiten aus Datei hinzufügen und fangen für unser Kochbuch mit einem Algensalat an. Daraufhin öffnet sich dieses Fenster hier und wir sehen einerseits, wo die Datei herkommt, aber viel entscheidender, wir können auswählen, alle Seiten hinzufügen oder nur eine Auswahl an Seiten, Seiten 1, 2, Seiten 4 und 5 oder Seiten 29, 45 und 130. Wir wollen alle Seiten hinzufügen und haben jetzt die Auswahl, wo wir das einfügen möchten. Before, After oder Replacing. Referenz dafür ist immer das, was hier unten eingegeben ist. Wenn wir jetzt Before Seite 1 sagen, wird Seite 1 nicht tangiert und die Datei wird davor eingefügt. Sagen wir After, wird Seite 1 wieder nicht tangiert und die Datei danach eingefügt. Besonders praktisch, wenn wir schon verschiedene Dateien eingefügt haben. Jetzt gehen wir aber hin und sagen Replacing, denn im Umkehrschluss wird Seite 1 jetzt verändert, nämlich wird aus Seite 1 unsere erste Seite der PDF-Datei eingefügt. Wenn wir hier die PDF-Datei mehr als eine Seite hat, wird die zusätzliche Seite automatisch ergänzt. Man muss also quasi echt nichts beachten. Wir sagen also einfach Replacing Seite 1 hinzufügen und da ist unser Algen- oder Seetangsalat aus Seiten 1 und 2. Weil es so schön war, machen wir das Ganze mit dem Hauptgang gleich nochmal. Seiten aus Datei hinzufügen, nehmen einen Germknödel. Der hat nur eine Seite, den möchten wir aber after Seite 1, 2 hinzufügen und sagen okay. Da ist unser Germknödel und damit wir noch einen Nachtisch kriegen, machen wir es nochmal, denn Übung schadet nie. Dokument, Dateien aus Seite hinzufügen oder Seiten aus Datei hinzufügen. Jetzt nehmen wir eine Creme Brûlée. Möchten wieder alle Seiten hinzufügen, aber bedenke, Achtung, nach Seite 3, genau, 1, 2, 3 Seiten haben wir hinzufügen und jetzt besteht unser Dokument aus insgesamt 5 Seiten und wenn wir hier reingehen, können wir uns den Text auch bearbeiten. Wir können das von Suppe zu Zwiebel ändern, wenn man es braucht. Genau, so einfach geht das eigentlich, Dateien aus dem PDF-Reader in ein Affinity-Publisher-Dokument zu verwandeln und auch wirklich große Dateien oder eine große Anzahl an Dateien einzufügen. Wenn euch das geholfen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die in die Kommentare. Und wenn ihr dann nichts mehr zum Affinity-Publisher verpassen möchtet oder zu sonst was hier auf dem Kanal so passiert, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke daneben. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und ciao.